Eltern kennen nicht den Unterschied zwischen WhatsApp-Telefonieren und das normale Telefonieren. Und wenn sie dann einen Anruf über WhatsApp bekommen, nehmen sie dann ab, aber checken nicht, dass man zuerst den Code zum Handy entsperren muss eingeben. Und dann sind sie immer da. Hallo, hallo, hallo. Also meine Großmutter hat einfach Safari-Icon aus der Leiste rausgezogen beim Mac und hat dann gedacht, so, oh nein, habe ich jetzt Internet gelöscht. Immer wenn wir im Ausland sind und irgendwie eine neue Reise machen, machen sie immer ganz viele Fotos. Und dann machen sie immer so möglichst schnell Selfies machen. Amix tut sie halt Bilder drauf, wenn ich noch ein Baby bin oder halt einfach jünger und so. Das ist ein bisschen peinlich. Er hat mich angefragt auf Snapchat, aber er hat mich er hat noch nie irgendetwas gepostet oder so. Mein Papi tut gerne auf Facebook Leute zum Geburtstag gratulieren, was ja sehr nett ist. Er tut dann das schöne Kuss-Smiley mit dem Herzli immer dahinter und etwa 10-mal drauf. Das Ding ist immer, dass meine Mami immer so die anderen Profilbilder fallen in ihren Kontakt so anschauen geht. Und sobald es irgendjemand gewechselt hat, muss sie mit der ganzen Familie sagen, «Ey, schau mal, das ist ein neues Bild!» Irgendwie so ein neues Blümchen oder so. Und ich denke so, okay, cool. Die unlustigen Sachen, die geschickt werden. So Knallerfrauen-Zeuge. Meine Mami schickt mir sehr gerne per WhatsApp irgendwelche Filme von Tieren. Ja, sie postet so Chihuahuas-Videos. Ich hasse Kommentare von ihr, weil sie erstens machen keinen Sinn und dann sind so möchtegern Kommentare. Sorry, Mom.